Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und Leute, ich bin heute nicht live. Ich bin auch morgen nicht live, ich bin am Mittwoch live. Mittwoch 16 Uhr bin ich auf jeden Fall live am Start. Ich habe gestern was ganz anderes gesagt. Da habe ich aber nicht dabei bedacht, dass morgen ja auch Tots Cup ist. Und da will ich natürlich niemanden bei seiner Premiere die Zuschauer klauen. Ganz klare Sache. Deswegen sind wir am Mittwoch 16 Uhr live. Seid auf jeden Fall am Start, Leute. Und ja, was soll ich noch sagen? Das hier spricht auf jeden Fall Bände. Pandev, Leute. Ich habe einfach Pandev verkauft. Nein, Spaß. Das darüber spricht auf jeden Fall Bände. Position 6. 900 Mosaik-Token, Landespunkte, Münzen. Alles mit am Start. Seid gerne am Start. Und wenn ihr auch wissen wollt, was, worin ich hier gerade ein FIFA-Mobile-Problem habe, schaut euch auch gerne das Video dazu von gestern an. Da habe ich nämlich auch noch mal was dazu gesagt. Da werden wir auch am Mittwoch noch ein bisschen was ausprobieren. Ich werde aber wahrscheinlich vorher das Ganze noch mal probieren. Vielleicht soll ich noch mal ein Update geben oder so. Dann vielleicht noch morgen im Video. Genau. Vor einem Monat habe ich ungefähr ein Video hochgeladen zu, wie kann man am schnellsten seine Chemie pushen. Ja, seine Chemie in FIFA Mobile 21. Und da haben dann auch einige Leute gefragt, yo, cool, coole Story. Wie kann ich jetzt aber schnell Vorteilspunkte bekommen, mit der ich halt meine Energie pushe? Und darum soll es heute mal gehen. Und da fangen wir auch gleich ganz einfach mal an. Wir gehen immer am besten hier rein in den Shop. Und das Beste, auf jeden Fall, was man auch jeden Tag machen kann und was auch immer super, super cool ist, ist natürlich hier das Gratis-Pack. Gratis-Pack bekommt man 25 Vorteilspunkte derzeit. Es gibt auch immer wieder Vorteilspunkte-Updates, indem man halt da immer ein bisschen mehr bekommt. Und auch, ich glaube, im Werbepack bekommt man auch auf jeden Fall hier nochmal 75 Vorteilspunkte. Das ist auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Dadurch kann man nämlich schon ordentlich was bekommen. Und man kann ja auch hier mal gucken, Vorteile, da kann man die auch hier hinten reinhauen. Ich habe derzeit wie viele Punkte? Ich habe 4500 Punkte bisher. Das nächste kostet dann hier 5000. Und hier, ich glaube, ich könnte sogar das nächste auch holen. Ja genau, für 4000, komm. Könnte ich eigentlich machen. Mache ich aber wahrscheinlich, ich mache es jetzt einfach mal, let's go, komm, hier im Video, jawohl, 14 mal mehr Chemie, das heißt, ich habe jetzt aber wahrscheinlich nicht Full Chemie, weil, ich habe nicht Full Chemie, so sieht's aus, das heißt, ich muss mir jetzt wahrscheinlich hier nochmal bei Chemie Boost ein bisschen was kaufen, ist halt so, kann man nichts ändern, aber, zum Glück gibt es hier Chemieboost. Zack, jetzt habe ich nämlich auch ein bisschen mehr Chemie, aber immer noch eben keine Fullchemie. Gut, das ist nur hier am Rande. Man bekommt nämlich jetzt auch noch weitere Vorteilspunkte. Wisst ihr wahrscheinlich sowieso alle, aber hier bei den Ligen. Und was bei den Ligen ganz, ganz wichtig ist, okay, wir haben nur 12 Mitglieder dafür, sind aber ziemlich gut. Nur das ist hier auch mal mit am Rande eine Randnotiz. Wir sind ziemlich gut. Wir sind sogar Liga-Rang 5000. Und sind auch alle hier über 145. Also wer rein möchte, macht aus dem Schacht YT. Könnt ihr gerne reinjoinen. Jedenfalls, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Sucht euch eine Liga, die aktiv ist, die aktiv Turniere spielt. Und ihr auch aktiv spielt, weil wenn ihr nicht aktiv spielt, werdet ihr wahrscheinlich rausgehauen aus der Liga. Und dann, ihr werdet halt deaktiviert zu den Turnieren, da bekommt ihr keine Vorteilspunkte und nicht mal, wenn ihr verloren habt. Ganz klare Sache. Und was nämlich dabei auch wichtig ist, ihr könnt ja nämlich auch immer gucken bei Liga-Info, was man mindestens für einen Guest braucht. Und wenn ihr ganz knapp über diesem Mindest-Guest seid oder sogar diesen Mindest-Guest habt, zum Beispiel, da steht 145 oder 140 oder ja, irgendwie, und ihr habt wirklich 145 oder 140, dann ist es nämlich ganz schön schwer für euch da auch durchzusetzen, weil wenn dann das Guess angehoben wird, dann kann es auch sein, dass ihr ganz schnell aus der Liga raus seid. Also würde ich euch raten, wirklich eine Liga zu suchen oder wo ihr eben vielleicht so in der Mitte oder sogar am oberen Ende seid und dann eben aktiv Turniere spielt. Ich bekomme derzeit mit meiner Liga, ich glaube, 1500 oder so, wenn ich mich alles täuscht. Ich weiß nicht genau, kann ich jetzt auf jeden Fall, die Punkte mitnehmen, die kann ich dann hier bei Vorteile einlösen. Also, dort hier nochmal ganz klare Sache. Dann, weiterhin gibt es hier nämlich nochmal bei Liga-Duelle,
eine weitere Chance, hier Vorteilspunkte bekommen. Hol dir Vorteilsgutscheine, indem du einen Platz in der Liga-Duell-Bestenliste erreichst. Genau, hier kann man diese Vorteilsgutscheinpunkte abrufen. Das heißt, man spielt hier immer diese schönen Partie. Ich habe die noch nie gespielt. Ja, aber trotzdem, hier kann man die wohl bekommen. Mit Liga-Duellen-Punkten kann man das hier gewinnen bei 20, ja, wenn man halt gewonnen hat. Und dann kann man nämlich hier auch weiterkommen in dieser Bestenliste. Die läuft in 24 Stunden bei mir ab und man bekommt nämlich Vorteilsgutschein 5. Also wenn man Erster ist zum Beispiel, ja, und halt bis zu 3, bis zu Top 4 bis 10 bekommt man noch 75 und bis 11 bis 50 bekommt man sogar hier 50. Und mit diesen 50 kann man sich 1800 Vorteile abholen. Das ist schon echt ziemlich heftig, was man hier alles machen kann. Und wenn man Liga-Bonus, heißt, wenn sich jemand das auch nochmal abholt aus seiner eigenen Liga, dieses Angebot, genau, dann bekommt die Liga, jeder aus der Liga nochmal 225 Vorteilspunkte. Also, an alle aus meiner Liga, gönnt euch das. Kappa. Nein, Spaß. Ja, ist auf jeden Fall ein wildes Angebot. Das heißt, damit kann man auf jeden Fall schon mal ordentlich Vorteilspunkte pushen. Und jetzt nochmal für euch zusammengefasst natürlich nochmal, wenn man eben pushen möchte am Tag hier seine Vorteilspunkte, ganz klare Sache, erstmal Gratis-Pack 75, dann Werbepack auch noch 75, kriegt man 150 und... Dann weiterhin am Tag, wenn ihr eine aktive Liga habt, die am Tag wirklich auch spielt, 24 Stunden geht, Liga-Turnier, ja, auch wenn ihr mal verliert, keine Ahnung, kriegt ihr vielleicht nochmal am Anfang 500 bei Niederlage, 1000 bei Sieg und dann könnt ihr ordentlich nochmal hochpushen, das heißt, ihr seid dann bei mindestens, ich sag jetzt mal 600 und maximal vielleicht auch so, keine Ahnung. Kommt drauf an, was ihr für eine krasse Liga habt, vielleicht habt ihr eine Liga, da kriegt ihr 2000 pro Sieg, kann ja auch sein. Genau, das ist auf jeden Fall ganz wild. Und wenn ihr eben noch hier diese Boni spielt, ich weiß nicht genau, wie oft es diese Bestenliste gibt, wie lange die immer geht, aber da kann man auch ordentlich hier absahen, wenn man eben ganz viel spielt. Und genau, so sieht es auf jeden Fall aus. Und eben, wenn man dann nochmal sein Team verbessern möchte, ganz klare Sache, ist man eben hier bei den Vorteilen drin und kann sich dann eben Bonusaufstellung, maximale Chemie, Chemieboost oder Bonusgas abholen. Bei mir kostet halt alles ein bisschen mehr, weil ich schon ziemlich viel abgeholt habe. Aber ich denke mal, am Anfang kostet das alles nicht so viel, vielleicht so 100 oder so. Also hier kann man auch mit Vorteilspunkten sehr, ja, wie schon gesagt, hat man sehr gute Vorteile. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz wilde Sache, die hier EA in FIFA 21 Mobile auch eingebaut hat. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr auch nochmal wollt. Keine Ahnung, wenn ihr noch ein anderes Thema habt, gern für ein Tutorial, was ich ja immer gern mache, dann schreibt es auch gern mal unten rein in die Kommentare. Und ja, Leute, das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Morgen wieder wildes Video. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Das heißt, Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.